Leute, es ist einfach Sommer. Es ist einfach Sommer. Und deswegen stay hydrated. Hallihallo, meine Lieben. Und willkommen zu diesem Video. Ich dachte, ich mache es dieses Mal ein bisschen anders, beziehungsweise kombiniere zwei Types of Videos. Und zwar machen wir heute und morgen meinen Juli-Reset und gleichzeitig so einen kleinen Wochenend-Vlog, weil ich so viel zu tun habe auch, dass ich das nicht alles an einem Tag schaffe. Und ich dachte, ich nehme euch heute und morgen mit. Es ist der 29. Juni. Morgen ist der 30. Juni und Montag ist dann der 1. Juli. Das heißt, es wird so ein ganzes Wochenende-Monats-Reset-Ding. Which is cool, oder nicht? Es ist fucking heiß. Ich habe heute schon bei einem kleinen Umzug hier geholfen. Es waren jetzt keine Möbel und so dabei, aber mein Mitbewohner ist ausgezogen. Das heißt, ich habe hier die Wohnung heute basically noch alleine für mich. Was steht heute an? Heute steht an, dass ich zum DM muss. Ich muss unbedingt Katzenfutter kaufen, meine kleinen Racker. Und noch so ein paar andere Sachen. Ich muss, glaube ich, auch generell einkaufen gehen. Oh, das ist so ein bisschen nervig und anstrengend. Ich gucke gleich nochmal auf die Einkaufsliste, ob ich das auch skippen kann und erst am Montag einkaufen gehen kann. Ansonsten, Staubsaugen habe ich gerade gemacht. Das kann ich schon abhaken. Genau, und dann sind halt so Sachen, die ich halt monatlich mache, wie den Wasserfilter für die Katzen austauschen und meine Kontaktlinsen. Ich muss den Tisch mal wieder ölen im Esszimmer und meine Rasierklinge changen etc. pp. Und wie ihr wisst, all things Bullet Journal machen wir natürlich auch und meine Bücher besprechen wir auch. Also die, die ich gelesen habe im Juni und die ich im Juli lesen werde. Das ist so der grobe Plan, Leute. Ich sehe übrigens wieder aus wie so eine Soccer-Mom. Ich lieb's. Ich lieb's. Das ist der Look heute. Ich habe jetzt gerade geguckt und Einkauf ist jetzt nicht so dringend notwendig. Aber DM ist wichtig. Und das Geile ist, dass wir gerade Schienenersatzverkehr wieder haben. Das heißt, meine S-Bahn fährt nicht. Und das bedeutet auch, dass ich jetzt zum DM laufen darf. 20 Minuten. Boah, ich werde so verschwitzt wieder nach Hause kommen. Aber hey, ich freue mich einfach jetzt mal wieder Sachen zu erledigen und meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Und jetzt erstmal DM. Das einzige andere, was wirklich heute noch richtig ansteht, ist eigentlich der Rohschnitt für mein anderes Video. Und dann abends ist Premium, 18 Uhr Bullet Journaling, 21 Uhr Deutschlandspiel. Deutschland. Okay, ich gehe jetzt zum DM, lol. So, meine Lieben, ich war beim DM. Ich habe auch einen recht großen Einkauf und einen recht teuren Einkauf gemacht. Ist ja immer so, wenn man zum DM geht. Aber ich habe auch ein paar Sachen aufgestockt, die ich immer im Vorrat habe. Und ich zeige euch den jetzt. Fangen wir mit dem langweiligsten an. Und zwar habe ich Küchenrolle gekauft. Wow, wirklich. Eigentlich habe ich nur Vorratsachen gekauft. Ich habe mir nichts gekauft, wo ich dachte, ach, das ist ja nett, das nehme ich mal mit. Das sind eigentlich alles nur Sachen, die leer gegangen sind oder halt anstanden. Auch zum Beispiel Katzenfutter. Ich habe letztens, weil es nichts anderes gab, da war ich im Budni und da habe ich ein Gelee gekauft statt in Soße und die haben das geliebt. Also die waren komplett obsessed damit und deswegen habe ich mir jetzt auch nochmal Essen gekauft in Gelee. Bin ich gespannt, ob die das auch mögen. Und dann habe ich mir nochmal meine Haarfarbe nachgekauft und werde sie zum dritten Mal mir nachfärben, aber erst nächste Woche frisch für meinen Auftritt, meinen Pole-Auftritt. Dachte ich, mache ich mir das nochmal schick. Dann habe ich auch noch ein bisschen Make-up gekauft. Ich habe ein Augenbrauen-Kit gekauft und zwar jetzt mal in der Farbe heller, weil ich irgendwie dachte, hey, ich habe doch irgendwie voll helle Haare. Lol. Und rote Haare und vielleicht ist das ein bisschen besser für meine Augenbrauen, als das, was ich vorher hatte. Und ich habe einen Concealer gekauft. Den ich eigentlich kaufen wollte, war leer. Deswegen habe ich mir hier so einen von Manhattan gekauft. Der ist sehr hell, sehe ich gerade. Vielleicht nicht das Beste für den Sommer, aber YOLO. Dann habe ich mal wieder etliche Gesichtsmasken gekauft. Ich glaube, 6 Stück? Ne, 8 Stück. 8 Gesichtsmasken habe ich gekauft. Hyaluron-Tuchmaske, Vitamin C-Tuchmaske, Aloe Vera-Tuchmaske und Retinol-Tuchmaske. Ich muss sagen, ich glaube, am schlechtesten finde ich die Aloe Vera-Tuchmaske davon, aber ich rotiere halt immer so und nutze immer mal wieder was anderes. Ich mache das 2-mal die Woche, weil das wirklich auch nochmal einen Unterschied macht in der Haut. Ich merke es immer, die wird dann so richtig trocken und dann mache ich einmal so eine Tuchmaske und dann ist es wieder viel besser. Und auch Anti-Pickle-Patches habe ich mir gekauft, weil auch die, surprise, die wirken. Ah, und wenn wir bei Skincare sind, ich habe mir auch noch meine Hydro-Face, ja, keine Ahnung, Gesichts- Creme-Gel habe ich mir auch neu gekauft. Und, oh mein Gott, okay, das ist sweet. Ich habe mir eine Handcreme gekauft von Trackle Moon. Ich liebe Trackle Moon über alles. Die riecht nach Zitrone, Rosmarin. Die sieht schon wieder so süß aus. Lecker. Oh, die riecht so schön sommerlich. Oh, ich liebe es. Oh, ich liebe den Sommer. Ich liebe alle Jahreszeiten. Ich bin auch gerade wieder durch den Park gefahren und ich muss morgen dahin und mich in die Sonne setzen und lesen, weil es ist so schön dort am Wasser. Wirklich, es ist so idyllisch. Ich habe, glaube ich,
selten so einen schönen Ort gesehen, wo man sich hinsetzen kann und lesen kann. Und es sieht einfach wirklich so idyllisch aus. Ah, ich habe sogar noch was an Skincare. Ich habe auch noch meinen Toner nachgekauft von Balea. Kann ich alles empfehlen, was ich hier benutze. Snackies! Ich habe ja immer, wenn ich zum Sport gehe, ich habe in meiner Sporttasche immer Proteinsachen drin. Vor allem, weil ich beim Pole Dance immer 2 Stunden hintereinander mache und dann möchte ich halt zwischendrin was snacken können. Und ich liebe Clif Bar. Ich liebe Clif Bar über alles, wirklich. Einmal Crunchy Peanut und einmal Chocolate Chip. Kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich noch vegan Protein Bar Chocolate Almond gekauft von Foodspring. Und von Hey Natural, so ein Schoko-Nuss-Riegel. Ich liebe alles davon. Ich esse es alles gerne. Das packe ich dann immer in meine Tasche und dann habe ich zwischendrin was zu snacken. Und das war auch schon der DM-Einkauf. Ich werde das jetzt alles wegräumen und dann setze ich mich erstmal mit dem Eiskaffee auf den Balkon und sonne mich noch eine Runde und lese eine Runde, bevor es weitergeht mit anderen Sachen. Ich habe heute Morgen mein Bullet Journal fertig gemacht und dachte, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um es gemeinsam immer durchzugehen und euch zu zeigen, was ich so gemacht habe und welche Habits ich mir gesetzt habe, welche Pläne ich mir gesetzt habe. Fangen wir erstmal mit einem kurzen Juni-Recap an. Der Juni war ein schwieriger Monat, ein ganz schwieriger Monat. Mir ging es zeitweise echt sehr schlecht. Ich habe aber vorhin meine Highlights of the Month gemacht und habe gemerkt, dass ich schon auch viele schöne Sachen erlebt habe, aber halt vom Gefühlserleben her war es halt irgendwie alles sehr negativ. Ich habe auch meine Pläne definitiv nicht eingehalten. Ich hatte mir ja sehr viele Pläne gemacht und auch sehr ambitious Pläne und ich habe sehr viel nicht geschafft, was total in Ordnung ist, vor allem im Hinblick dessen, dass ich halt wirklich keine leichte Zeit hatte diesen Monat. Genau, auch meine Habits wurden weniger eingehalten als gewünscht. Ja, dafür sah es mit meinen Budgets ganz gut aus. Ich habe 3 Budgets aufgebraucht und 2 gar nicht angerührt, was ganz cool ist. Gehen wir einfach mal durchs Bullet Journal.
Ich habe vorhin mein Vision Board gemacht und das Deckblatt für den Juli. Es ist so schön geworden. Ich war die ganze Zeit so, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil wenn du Summer Aesthetic oder sowas auf Pinterest suchst, dann findest du halt so viele Sachen, wo ich mir dachte, okay, ja, I wish, das wäre mein Sommer, aber es wird halt nicht mein Sommer sein. Und deswegen habe ich jetzt so eine kleine Mischung aus Spiritual, Routine, Lesen. Ich fahre nach Köln, deswegen habe ich hier auch noch ein Köln-Bild mit drauf und See. Und ein paar Quotes und auch nochmal ein Pole-Dance-Bild mit drauf gemacht, um das einfach für mich so ein bisschen anzupassen, was halt diesen Monat von Relevanz ist oder was ich mir wünsche. Ich wünsche mir schon, an den See zu fahren auch und finde halt auch die Farben irgendwie ganz cool von diesem Vision Board. Dann noch Nothing Changes If Nothing Changes. Ein sehr starkes Zitat, finde ich. New Summer, New Me und You Must Enter a Relationship with Yourself Before Anyone Else, weil ich mich ein bisschen mehr auf mich und meine Beziehung zu mir selber konzentrieren möchte jetzt in nächster Zeit und genau, das ist so das Titelbild. Dann kommen wir auch direkt schon zu meinen Plänen diesen Monat. Die nächste Seite ist wie immer Highlight of the Day, mein Kalender, wo ich eintrage, wer zu Besuch kommt. Hier kommt mich Sarah besuchen und hier bin ich selber in NRW und meine Pläne. Und ich habe mir diesmal wirklich null ambitious Ziele gesetzt. Ich habe mir nur Sachen gesetzt, wo ich weiß, dass sie mir gut tun, weil ich wirklich, und das ist Priorität Nummer 1, das steht hier auch, focusing on my health. Das wird Nummer 1 Priorität sein diesen Monat und alles andere ist erstmal egal. Es ist egal, wie viele Videos ich hochlade, es ist egal, wie viele Bücher ich lese. Ob ich zum Sport gehe oder nicht. Also ich werde sowieso zum Sport gehen, weil es einfach so ein Ding ist bei mir. Ich gehe gerne zum Sport und ich mache das auch. Aber ich möchte mir halt nichts vornehmen und hier nichts aufschreiben, was ich am Ende nicht schaffe. Und habe mir sonst auch nur aufgeschrieben, dass ich zum See möchte, dass ich Eis essen möchte und mit Freunden und Familie mich umgeben möchte. Also diesen Monat ist wirklich komplett im Sinne Gesundheit, gesunde Routinen, Freunde, Familie, schöne Sachen erleben, nicht zu viel Druck machen. Das ist meine Priorität diesen Monat. Genau. Es gab glaube ich auch ganz wichtig, weil ich halt eben, wie ihr vielleicht auch schon im letzten Video gesehen habt, aus einer recht schlechten Phase komme gerade und es mir insgesamt nicht so gut ging und ich einfach wirklich darauf achten möchte, dass es mir wieder gut geht. Deswegen, Ambitious Clara ist not available diesen Monat. Es ist Slow Living Clara. Und falls ich dann ja trotzdem, also ich werde ja trotzdem lesen, ich werde ja trotzdem zum Sport gehen und ich werde sicherlich auch Sachen erreichen, die ich mir normalerweise vorgenommen hätte, aber halt ohne den Druck zu haben, dass ich es machen muss, weil ich es aufgeschrieben habe. Wisst ihr, was ich meine? Everything slowly. Und dann kommen wir auch schon zu meiner nächsten Seite, meinen Trackern. Ich track wie immer Mut und Schlaf. Ich wollte eigentlich noch einen dritten Tracker mit reinpacken und zwar so eine Art Symptom-Tracker. Hatte jetzt aber keinen Platz mehr. Es nervt mich ein bisschen. Ich habe es nämlich vergessen. Aber ich wollte eigentlich noch meine Symptome mit tracken, dass man halt das alles vergleichen kann, dass man sieht, wie waren meine Symptome, wie war mein Schlaf, wie war meine Stimmung. Wie spielt das alles ineinander mit? Das mache ich dann ab nächsten Monat, weil ich glaube nicht, dass ich das hier noch reinschaffe. Außer ich würde hier was wegtippexen, aber ich glaube, dann sieht es richtig scheiße aus. Meine Routinen, die ich diesen Monat tracken möchte, sind auch komplett einfach an meiner Liste jetzt orientiert, die ich mir gemacht habe, als es mir nicht gut ging und ich aus diesem Rot raus wollte. Und zwar habe ich jetzt einmal meine Morgenroutine, die ich tracke, ein Call with a loved one, also dass ich wirklich einmal am Tag mit jemandem spreche, was mir gut tut und mit dem es mir gut tut zu sprechen, nourishing food, also dass ich wirklich mich auch gesund ernähre und nicht nur Scheiße fresse, no cigarettes. Da ich das mal wieder tracken muss, ist auch, naja, es ist, wie es ist. Es ist eine Sucht und ich versuche es sein zu lassen. Und being outside, dass ich einmal am Tag rausgehe und meine Abendroutine. Das sind eigentlich genau die Sachen, die ich auch auf meinem Handy aufgelistet hatte. Von meiner Liste auch im letzten Video. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das auch sehr gerne an. Genau. Und das wird mein voller Fokus sein diesen Monat. Ich bin echt gespannt, weil ich hatte ja die Monate davor auch immer sowas getrackt wie Waking up at 6 a.m. oder Sport oder sowas. Oder YouTube machen. Und ich will das alles nicht mehr über Habit Tracker tracken. Es hat mir auch irgendwie eh nichts gebracht, habe ich das Gefühl. Deswegen taking it slow, taking it mindful. Das sind die Sachen, die ich jetzt tracken möchte. Genau. Danach kommt auch schon mein Kalender. Ich habe diesmal so ein pinkes Washi-Tape mit goldenen Punkten genommen. Und ja, habe schon so ein paar Termine eingetragen. Zum Beispiel meine Fahrt nach Köln oder wenn Sarah da ist oder keine Ahnung. Fußball. Und am Ende habe ich noch meinen Budgetplaner. Den mache ich immer noch sehr, sehr gerne. Das funktioniert auch wirklich richtig gut. Also ich habe es voll verinnerlicht, halt wenn ich was
kaufe, das auch einzutragen und auf meine Käufe zu achten und im Budget zu bleiben. Und das funktioniert so, so, so gut und ich bin so happy damit, dass es so gut funktioniert. Und ja, ich habe diesen Monat wieder 50 Euro für Essen gehen, 20 Euro für Bücher, 60 Euro Freizeit, 80 Euro Kleidung und 160 Euro Sonstiges. Bei Freizeit und Kleidung habe ich noch das Geld vom letzten Monat mitgenommen, which is awesome. Die anderen Budgets hatte ich ja alle aufgebraucht. Und was ich diesmal auch gemacht habe, und das habe ich auch von der lieben Sarah mal wieder geklaut, habe ich jetzt schon mal so ein bisschen gefüttelt und geteilt, damit ich am Ende, wenn ich was eintrage, es besser abschätzen kann. Ja, das hier sind zum Beispiel jetzt ja 12,50 Euro Viertel, das hier sind jetzt 10 Euro Hälften, das hier sind 15 Euro Viertel, das sind 20 Euro Viertel und hier sind es, glaube ich, 40, ne, 2, 4, 6, 8, das sind 20 Euro Achtel. Ich freue mich auf den Juli. Ich glaube, der Juli wird definitiv besser als der Juni. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf. Ich freue mich auf Lesen. Ich freue mich auf Köln. Ich freue mich, mich auf mich zu fokussieren, auf meine Wellness-Habits, auf meine Gesundheits-Habits, auf mein, dass ich mich einfach wohlfühle. Alles, was gut tut, darf sein diesen Monat. Und alles andere. Bye, 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 bye. Das habe ich heute Morgen fertig gemacht und habe House of Dragon geschaut. Lasst uns jetzt auch direkt über die Bücher reden, die ich diesen Monat gelesen habe. Ihr seht auch schon mein TBR-Card im Hintergrund. Ich freue mich. So, ich habe diesen Monat 3 Bücher beendet bisher. Es ist heute der 30. Juni und eventuell schaffe ich es heute noch ein Buch zu beenden. Aber das werdet ihr dann im nächsten Video sehen, denn diesen Monat habe ich nur 3 beendet. Das erste Buch, was ich diesen Monat beendet habe, ist As Good As Dead. Das ist der 3. Teil der Good Girls Guide to Murder Reihe von Holly Jackson. Und Leute, ich war überrascht des Todes. Das hier ist ein 5-Star-Read für mich. Also wirklich 5 Sterne. Es war so krass. Ich muss sagen, ich bin recht gut reingekommen. Ich hatte den 2. Teil wirklich vor Ewigkeiten gelesen. Also irgendwann letztes Jahr. Den 1. Teil habe ich, glaube ich, vor einem Jahr gelesen. Der 1. Teil war auch 5 Sterne für mich. Der 2. Teil war nur 3 Sterne für mich. Und dann war ich halt so, okay, ich lese die Reihe jetzt mal zu Ende. Und ich bin relativ gut reingekommen. Es war spannend. Ich muss sagen, den Plot-Twist vom 1. Teil habe ich auf jeden Fall kommen sehen. Aber alles, was in der 2. Hälfte dieses Buches passiert, ich war schock. Ich war wirklich schock. Ich habe so gelesen. Wirklich, ich habe die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Ich konnte nicht anders. Es ist wirklich gestört gut gewesen für mich. Also es hat richtig, richtig Bock gemacht, das zu lesen. Und ich habe am Ende sogar geheult. Like, what the fuck? Es ist ein YA-Murder-Mystery-Buch und ich habe am Ende geweint. Also wirklich, dieses Buch war eine absolute Überraschung für mich. 5 Sterne. Falls ihr auf YA-Murder-Mystery steht oder auf Mystery generell, kann ich euch die Good Girls Guide to Murder-Reihe auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es jetzt abgeschlossen und was soll ich sagen? Fucking 5 Sterne. Es ist auch sehr catchy und sehr lustig geschrieben. Also ich finde, die Autorin kann das sehr gut auch in ihre Murder-Mystery-Bücher halt so Humor mit einzubringen. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, es ist wirklich, ich mag den Charakter auch, also den Main-Character. Sie ist halt auch echt so ein bisschen ironisch, ein bisschen einfach witzig. Es ist einfach wirklich witzig. Dann das 2. Buch, was ich beendet habe diesen Monat, war The 7 Husbands of Evelyn Hugo. Ich hatte das schon sehr lange vor zu lesen. Und ich muss sagen, erstmal, ich habe natürlich wieder wunderschöne Tab-Farben für das Cover gefunden. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war ein bisschen zu voreingenommen, als ich das Buch angefangen habe, weil ich nur richtig, richtig, richtig Positives gehört habe. Also wirklich nur, oh mein Gott, das ist das beste Buch gefühlt. Deswegen war ich insgesamt vielleicht etwas enttäuscht von dem Buch, weil ich einfach sehr, sehr hohe Erwartungen hatte. Hallo, Bobby. Hey, wo bist du? Phantom-Bobby. Weil ich sehr, sehr hohe Erwartungen an das Buch hatte, war ich im Endeffekt ein bisschen enttäuscht. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Das, Bobby! Ich habe dem Buch am Ende 4 Sterne gegeben. Ich fand, es war sehr schön geschrieben. Also es sind wirklich sehr, sehr schöne Zitate auch gewesen und auch gute Life-Lessons irgendwie drin, von denen man was entnehmen kann. Mir hat nur ein bisschen was gefehlt und ich fand auch am Ende war es einfach sehr, sehr, sehr gerusht, was natürlich auch irgendwie verständlich ist, weil einfach, es geht halt in dem Buch um Evelyn Hugo, die eine absolute Hollywood-Ikone ist und in ihrem Leben halt 7 Ehemänner hatte und sie erzählt nun ihre Lebensgeschichte einer Journalistin, die quasi ihre Biografie schreiben soll. Und natürlich passiert in ihren 20ern und im Anfang ihrer Karriere sehr viel mehr als später, wenn sie älter wird. Aber trotzdem hat sich das Ende sehr gerusht angefühlt. Man hatte nicht mehr so die Tiefe und nicht mehr so die Verbindung. Zu den Charakteren hatte ich das Gefühl. Auch ein Charakter war
dann da und dann war die Person auf einmal 14, dann war die Person auf einmal tot. Und es war halt irgendwie so ein bisschen gerusht, wie gesagt. Und ich fand den Plot-Twist am Ende ein bisschen random, hat mich irgendwie gar nicht mitgenommen, gar nicht abgeholt. Aber ich fand, was die Autorin sehr gut macht, ist, dass Evelyn sich wirklich sehr real angefühlt hat. Und man eigentlich dachte, man liest wirklich über eine Schauspielerin, die es wirklich in echt gibt. Ich glaube, das kann die Autorin ganz gut. Das habe ich nämlich schon von mehreren Büchern auch gehört. Genau, also ich fand es gut. Ich würde es auch weiterempfehlen, aber es war jetzt nicht für mich so dieses Mindblowing-Erlebnis, es zu lesen, sondern es war einfach, es war gut. Es war schön, es war gut, hat mir gefallen. Hätte ein bisschen mehr Tiefe haben können, ein bisschen mehr, nicht so gerusht sein können am Ende, aber. Und das dritte und letzte Buch, was ich diesen Monat beendet habe, ist Powerless. Ich hatte Bock wieder auf eine Fantasy-Reihe. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich Reihen, also Bücherreihen, viel lieber lese als einzelstehende Bücher, weil ich bin auch ein Mensch, ich gucke natürlich Serien auch sehr, sehr viel lieber als Filme, wegen der Charaktertiefe, wegen dem Development etc. pp. Und habe gedacht, warum lese ich eigentlich gerade keine Bücherreihen mehr? Ich habe irgendwie alle Reihen so beendet gehabt und bin gerade in keiner Reihe drin gewesen. Und dann war ich so, komm, Powerless, it is. Ich werde mich hier reinlesen. Und ich muss sagen, ich bin am Anfang etwas schwer reingekommen. Oder ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen langsam vorangegangen am Anfang. Es ist auch ein dickes Buch auf jeden Fall. Aber irgendwann hat es wirklich Bock gemacht zu lesen. Es ist auch sehr, sehr süßer Banter einfach die ganze Zeit zwischen unserer Protagonistin und dem Male Love Interest. Es ist auch so ein bisschen, also Powerless ist halt ein Fantasy-Buch, aber es ist so ein bisschen wie Hunger Games, aber eigentlich nicht wirklich. Also es gibt halt auch so ein Trial oder so einen Kampf, so einen Wettbewerb. Was auch sehr wichtig ist, ist, es gibt Elites in dieser Welt. Das sind Menschen mit besonderen Kräften, mit besonderen Powers. Und es gibt halt Ordinaries. Das sind halt Menschen, die keine Kraft haben. Und Ordinaries werden eigentlich gejagt und gehuntet und umgebracht, weil sie illegal sind. Und ihr könnt euch dreimal denken, was unsere Protagonistin ist. Sie ist ein Ordinary und ihr Male Love Interest ist natürlich nicht nur ein Elite, sondern auch der Elite, der Enforcer, der Menschen, die Ordinary sind, umbringen soll. Und es war halt sehr, sehr spannend, das zu lesen. Die Romance ist sehr, sehr slow und es macht am Ende auch alles Sinn, warum es so slow ist. Und ich bin auch wirklich, ich bin so hyped auf den zweiten Teil. Der kommt jetzt im Juli raus, ich glaube nächste Woche Dienstag. Und ich bin richtig, richtig hyped, das zu lesen, weil es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Ich fand, das Ende hat es auch nochmal richtig rausgehauen. Wie gesagt, am Anfang etwas langsam, aber zum Ende hin wirklich wahnsinnig gut. Und ich freue mich einfach jetzt wieder in einer Fantasy-Reihe drin zu sein. Es gibt auch noch eine Novella zwischen Powerless und Reckless. Die heißt Powerful. Die werde ich auch noch lesen. Cooles Buch, hat Bock gemacht. Sehr, sehr süß. Ich bin einfach gespannt. Ich bin einfach wirklich gespannt, wie es weitergeht. Real Talk. Und das waren die 3 Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe noch ein paar Sachen angefangen, von denen ich euch jetzt auch noch erzählen kann und werde. Und zwar habe ich mir einmal zum Beispiel Butcher and Blackbird bestellt. Und Leute, ich werde dieses Buch wieder zurückschicken, weil es hat mir gar nicht gefallen. Ich hatte halt gerade dieses As Good As Dead zu Ende gelesen und war so, oh mein Gott, ich brauche noch irgendwas Murder-Mystery-mäßig. Und ich dachte, das hier ist halt so Murder-Mystery, aber mit Romance. Und ich habe es angefangen zu lesen, es ist der größte Trash. Es tut mir so leid, aber es ist der größte Trash. Wirklich. Ich habe das erste Kapitel gelesen. Mir war kotzschlecht. Ich war so, what the fuck is going on? Warum muss ich diese Scheiße lesen? Dann habe ich das zweite Kapitel gelesen. Mir war immer noch kotzschlecht. Und ich war so, nein, das werde ich nicht zu Ende lesen. Kommt einfach wieder weg. Nope, das werde ich mir nicht antun. Dann habe ich angefangen, auf meinem Kindle, bei Kindle Unlimited, die Calloway Sister Reihe anzufangen. Oder Addicted Reihe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Reihe wirklich heißt. Ich weiß nur, dass es halt von Krista und Becca Ritchie ist. Das sind 2 Schwestern, glaube ich, die zusammen schreiben. Es sind insgesamt 10 Bücher in dieser Reihe. Das erste ist Addicted to You und das habe ich jetzt auch angefangen, weil ich eben auch Bock hatte auf mehr Bücherreihen und dachte, okay, ich habe irgendwie nur Gutes davon gehört und in der Beschreibung steht auch, Fans von Gossip Girl, Friends und Euphoria werden das lieben. Und ich war so, okay, I need to read this. Ich liebe Gossip Girl, ich liebe Euphoria, ich muss es lesen. Und ich bin jetzt bei 74%. Vielleicht schaffe ich es heute noch durch. Und ich muss sagen, ich mag es schon sehr gerne. Der Schreibstil ist sehr simpel, würde ich mal sagen. Es ist jetzt nicht so tiefgehend und nicht so einsichtgebend. Also zum Beispiel, was ich ja bei Magnolia Park so liebe, ist, dass die Gedanken und die Gefühle auch immer wieder in Worte gefasst werden. Auch wenn einfach viel Kommunikation passiert oder viel halt, ne, passiert, ist es halt nicht so oberflächlich geschrieben, sondern es ist wirklich schon sehr tiefgehend und tiefgründig geschrieben. Und das haben wir jetzt hier
nicht so sehr. Aber ich enjoy trotzdem die Story und bin gespannt, wie es weitergeht. Es geht halt um zwei beste Freunde. Einmal Lily Calloway und einmal Lauren Hale. Und sie ist süchtig nach Sex und er ist süchtig nach Alkohol. Und die beiden wohnen zusammen, haben eine Fake Relationship und das ist der Ausgangspunkt und ich finde es schon sehr spannend. Und es macht schon sehr Spaß, es zu lesen. Es ist halt wirklich auch einfach eine Katastrophe, weil es halt wirklich, also diese Süchte werden wirklich gut dargestellt und es wird nicht verharmlost oder sowas, sondern es ist wirklich schon auch sehr dramatisch und das macht auf jeden Fall Bock zu lesen. Das werde ich auf jeden Fall jetzt auch noch im Laufe der Tage zu Ende lesen. Und dann habe ich angefangen, in meiner Morgenroutine von Eckhart Tolle Jetzt zu lesen. Ich habe dieses Buch schon 5-mal gelesen und ich lese jetzt einfach morgens immer ein paar Seiten, 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem, wie ich lustig drauf bin. Und es macht total gute Laune. Also mir macht es richtig, richtig gute Laune und mir hilft es sehr, dieses Buch zu lesen, weil es geht halt in dem Buch einfach um, es ist halt Non-Fiction und es geht halt darum, dass wir als Menschen eigentlich das größte Problem haben, dass wir nicht im Jetzt leben, sondern dass wir entweder Schmerz aus unserer Vergangenheit aufleben lassen oder in der Zukunft leben und dadurch Angst haben oder ja, auf eine bessere Zukunft hoffen, obwohl wir ja eigentlich immer nur den Moment haben und immer nur das Jetzt haben und ich finde es sehr schön, das zu lesen, weil es mir oft sehr gut tut, das zu lesen. Das ist halt noch meine morgendliche Lektüre gerade. Und ich habe noch was angefangen, super random. Und zwar wollte ich die ganze Zeit Death Note schauen, ja. Aber Death Note gibt es nirgendwo, es wird nirgendwo gestreamt. Und das hat mich ein bisschen sauer gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, ich gebe jetzt keine 100 Euro für die Blu-Rays aus. Irgendwann werde ich das machen, aber noch nicht jetzt. Und dann dachte ich mir, hä, ich habe doch die Mangas im Regal stehen. Und habe gestern random angefangen, den Death Note Manga zu lesen. Ich bin mal gespannt, ob ich das durchziehe. Ich werde die auf jeden Fall auch als gelesene Bücher zählen. Aber ich finde es ganz witzig. Ich finde es ganz witzig, dass ich das einfach random angefangen habe, weil ich lese ja eigentlich gar keine Mangas. Beziehungsweise ich habe früher mal Mangas gelesen, aber ich habe auch mal versucht, den Nana-Manga zu lesen. Aber ich habe es halt nie zu Ende gelesen, weil ich es halt am Handy lesen musste und da hatte ich keinen Bock drauf. Genau, das heißt, meine Leseliste besteht gerade aus Addicted to You, Jetzt und Death Note. Gibt es eine more random Combo? Who knows? Das werde ich auf jeden Fall weiterlesen jetzt im Juli. Aber was ich noch lesen möchte, ist hier oben. Ich habe hier nämlich einen kleinen Sommer-TBR gestartet. Ich habe hier auf jeden Fall meine sommerlichen Bücher hochsortiert und was ich halt im Sommer lesen möchte, weil ich mich halt so sehe am See liegend oder am Fluss liegend oder was auch immer und diese Bücher zu lesen. Einmal selbstverständlich This Summer's Secret. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich glaube, das ist auch ein Mystery oder ein Thriller oder sowas. Es ist halt ein Sommer-Thriller. Ich muss es lesen. Ich muss es im Sommer lesen und ich habe auch richtig Bock, das zu lesen, weil ich liebe Mystery und Thriller. Ich habe noch nie von diesem Buch gehört, aber ich bin sehr intrigued und sehr gespannt drauf. Das ist auf jeden Fall mein erstes Sommerbuch. Dann, was ich auch einfach überall sehe, ist von Abby Jimenez, Just for the Summer. Ich glaube, das habe ich schon im letzten Video erwähnt, aber ich kam noch nicht dazu, weil das Wetter auch einfach noch nicht lang genug warm genug war. Aber das ist auch ein Buch, was ich sehr gerne jetzt im Sommer noch lesen möchte. Dann habe ich hier natürlich meine Emily Henry Bücher, Happy Place und Book Lovers, die ich auch beide sehr gerne lesen würde. Es gibt ja noch People We Meet on Vacation und Beach Read, die habe ich noch nicht von Emily Henry, aber es gibt ja auch noch nächsten Sommer, ne? Also für diesen Sommer habe ich jetzt erstmal die beiden und freue mich auch sehr, wenn ich zu beiden komme, weil ich glaube, Emily Henry ist so die Sommerautorin und ich habe da sehr, sehr Bock drauf, die auch im Sommer zu lesen. Und dann habe ich noch drei Bücher, die zwar nicht wirklich summer-coded sind, aber irgendwie trotzdem auf meiner Liste sind. Und zwar habe ich einmal Once Upon a Broken Heart. Das ist ja die nachfolgende Reihe nach Caraville, was ich ja extra gelesen habe, weil ich auch sehr Bock habe auf diesen Fantasy. Dann habe ich mir gekauft Yellowface. Habe ich auch übel Bock drauf zu lesen. Und One of Us is Lying. Auch nochmal ein YA Murder Mystery. Aber ganz ehrlich, Leute, ich werde nicht diese ganzen Bücher in einem Monat schaffen. Das ist jetzt halt einfach wirklich mein insgesamter Sommer-TBR. Und ich bin sehr gespannt, welche Bücher ich davon jetzt im Juli lesen werde und welche nicht. Ob das Wetter überhaupt gut genug ist, weil ich habe irgendwie nicht so richtig... Irgendwie wird das Wetter schon wieder schlechter. Deswegen mal gucken. Ich möchte halt wirklich eigentlich solche Sommerbücher schon sehr im sommerlichen Setting lesen am liebsten. Genau, aber das war, was ich mir so vorgenommen habe zu lesen die nächsten Monate.